Schauen Sie sich diese herrlichen Bilder an, liebe Motorsportfreunde. Herzlich willkommen aus Brands Hatch. Wir dürfen Sie nun also begrüßen zum freien Training der Fanatec GT World Challenge Europe, powered by AWS, der Sprint Cup mit der ersten Veranstaltung in diesem Jahr. Es ist angerichtet. Es ist noch ein bisschen kalt draußen, aber das soll sich im Laufe des Wochenendes ändern. Und jetzt noch einmal, diese Strecke, die hat es in sich. Es sind im Moment, ja, gute 9 Grad draußen. Wir haben die Jacke noch überall an, aber die einen oder anderen Zuschauer haben sich tatsächlich hier schon nach Brands Hatch verirrt. Die Briten sind ja tatsächlich sehr, sehr motorsportverrückt im positiven Sinne. Und wir haben auch gesehen, dass da bei dem einen oder anderen die kurze Hose und auch das T-Shirt schon ausgepackt wurde. Was erwartet uns an diesem Samstagmorgen? In Deutschland ja 9.50 Uhr. Durch die Zeitverschiebung sind wir hier gerade um 8.50 Uhr am Mikrofon. Und ja, wir sehen schon den einen oder anderen, der sich bereit macht für dieses freie Training. Es werden gleich 21 Fahrzeuge hinausfahren dürfen, denn die Silber- und Bronzefahrer haben 30 Minuten Zeit, auf der Strecke etwas Erfahrung zu sammeln, bevor dann auch die Gold- und Platin-eingestuften Piloten von der FIA mit auf die Strecke gehen dürfen. Das betrifft 8 Fahrzeuge, die erstmal nicht draußen sein dürfen, unter anderem diese beiden vom Team WRT. Ist das ja die Startnummer 31 gewesen. Wir haben Thomas Neubauer gerade gesehen, der sich dann nochmal mit seinem Ingenieur zusammengesetzt hat. Teilt sich ja das Fahrzeug an diesem Wochenende mit Jean-Baptiste Simmenauer, das rein französische Duo für das Team WRT mit dem BMW, die ja in diesem Jahr also umgeschwungen sind. Wir haben es ja auch schon in Monza beim Saisonauftakt des Endurance Cup besprochen und thematisiert. Neu mit dabei die Mannschaft von Nova Race hier im Bild, die mit 2 Honda NSX mit hier ans Wochenende, an diesem Wochenende starten. Mit der 28, das ist das Duo hier, Leonardo Moncini und Jacopo Guidetti, die an diesem Wochenende unterwegs sein werden. Und wir bekommen natürlich auch noch gleich nochmal einen kleinen Überblick über diese Rennstrecke hier in Brands Hatch, um Ihnen zu zeigen, wo bewegen wir uns denn an diesem Wochenende. Wir fahren nämlich nicht die kurze Indy-Variante, sondern wie auch schon in den vergangenen Jahren die lange Variante auf dieser Rennstrecke. Und das ist sie. Bergauf und bergab. Gerade Turn 1. Da geht es mächtig bergab. Diese Achterbahnfahrt rund um diese britische Strecke. Typisch britisch. Insgesamt 3,916 Kilometer lang. 9 Kurven. Und eben bergauf und bergab soll es gehen. An diesem Wochenende auch mit dabei. Wieder unsere Slow-Mo-Kamera, die in dieser letzten Linkskurve, Turn 8, aufgestellt ist, um uns für ja, herrliche Bilder zu sorgen. Und da freuen wir uns natürlich auch extrem drauf an diesem herrlichen Wochenende, bei diesem Auftakt des Jahres 2023. Im letzten Jahr, wir erinnern uns gerne zurück, war es ja ein Kampf bis zur letzten Veranstaltung zwischen der Team WRT-Mannschaft, die damals noch mit dem Audi unterwegs gewesen ist, Dries Fantor und Charles Wertz, und der Akkodis ASP-Mannschaft, die mit dem Mercedes, Raffaele Marcello und Timo Boguslawski, angetreten sind. Die Teams, die Fahrer, sind beide Teams, so geblieben. Sowohl Fantor und Wertz als auch Boguslawski und Marcello fahren gemeinsam. Lediglich das Einsatzfahrzeug bei der Team WRT-Mannschaft hat sich geändert. Und er hier möchte gerne auch an diesem Wochenende wieder die starke Leistung abrufen, die er auch schon vor wenigen Wochen, 3 Wochen ist es nämlich her, in Monza abgerufen hat, Valentino Rossi. Da war es dann leider, ja, nach gut einer Stunde der Ausfall für den 46er BMW. Valentino Rossi, Maxime Martin und natürlich dort war es in Monza noch Augusto Farfus, der Brasilianer, der mit das Auto pilotiert hat. Hier an diesem Wochenende bleibt es beim Belgier mit Maxime Martin, der zur Seite steht dem mehrfachen siebenmaligen Motorrad-Weltmeister Valentino Rossi. In diesem Jahr eben bei BMW unterwegs und man sagt, ja, es ist ein neues Gefühl, man muss sich erstmal wieder ganz neu einstellen, nachdem man zuletzt ja sehr, sehr viele Jahre mit dem Audi unterwegs gewesen ist, muss man jetzt schauen, wie man also zurechtkommt mit dem BMW. Und in Monza hat das schon sehr, sehr gut funktioniert. Da stand man mit auf dem Podium. BMW generell in Monza sehr, sehr stark gewesen.
Das Ganze soll jetzt hier gerne so weitergehen. Und ich glaube, dass da gute 28 andere Fahrzeuge etwas gegen haben. Und alle versuchen werden, hier irgendwie am Ende des Wochenendes in einem der zwei Rennen, vielleicht sogar in beiden Rennen, ganz oben auf dem Podium zu stehen. Im letzten Jahr hatten wir unter anderem einen Überraschungssieger, der AF Corse Ferrari beispielsweise, mit den beiden, mit dem Franzosen und dem Belgier Pierre-Alexandre Jean und Ulysse Depot waren die zwei Fahrer, die aus dem Silbercup hier vor einem Jahr ein Rennen gewinnen konnten, wiederholten dann das Spektakel noch einmal in Valencia. Also Brands Hatch ist auf jeden Fall ein Ort, wo wir viel erwarten dürfen und nicht unbedingt auf die große Favoritenrolle setzen müssen, sondern hier ist so viel wie alles möglich an diesem Wochenende. Und das wird uns mit Sicherheit dann in gut drei Minuten auch bestätigt werden, wenn sie dann das erste Mal hinausgehen werden. Emil Frey Racing, die ja nur im Sprint Cup unterwegs sind, bringen den neuen Ferrari 296 mit nach England. Zwei Stück, um genau zu sein. Zum einen Albert Costa, der sich ja das Fahrzeug mit Thierry Vermeulen teilt. Der Sohn des Managers von Max Verstappen. Deswegen auch auf der Seite groß das Red Bull Logo aufgeklebt. Und zum anderen natürlich auch der zweite Emil Frey Ferrari, der dann von Konsta Lapalain und Giacomo Altoé pilotiert werden wird. Das Ganze dann aber erst ab der zweiten Hälfte dieses freien Trainings, denn dort sind beide Piloten als Gold eingestuft worden, sodass man die erste halbe Stunde eben nicht an den Start gehen darf. Wir sehen auch den Lamborghini aus dem Hause VSR, die italienische Mannschaft. 163. Hier sehen wir es, Yuki Nemoto und Rolf Ineichen im Silbercup starten, denn wir haben auch hier drei verschiedene Klassen an diesem Wochenende, so wie wir es auch schon kennen. Da werden wir gleich mit Sicherheit nochmal so ein bisschen zukommen, denn wir haben unten schon den ersten Interviewpartner, und zwar ist Thomas Neubauer bei Gemma Scott unten in der Boxengasse. Thomas, we were just saying how much we like the car as we were coming to the interview there, but it's great to see you back racing with the championship, a step up this year into the Pro Class, and a circuit here that you've raced on in the past. What do you think of the Brands circuit? What's it like? I mean, I obviously have very great memories back from 2019 with Nico Bastian. We won the first race overall, being silver still. So I have very good memories. Not happened the same last year with Benji. We had an issue in the first race that compromised basically all the weekend. So really looking forward to this weekend. I love this track. I think this place is amazing. Thanks to Valley, we have a lot of people, so the mood will be crazy. And then, really looking forward to drive this this McDonald's beauty, especially in Pro Class. So, can't wait to hit the car. From a driver's point of view, what's it like as you go down into Paddock Hill Bend? Is that really a special feeling? Yeah, I mean, yesterday we did again the driver track walk, sorry. And actually, in the car, you don't realize how downhill uphill this track is. So in the car we don't really feel that. Basically working there we were like, oh that's crazy. It's like a second radio, it's crazy. So we're looking forward to the actual track. Ja, und wenn es laut unten wird in der Boxengasse und man kaum noch was versteht, dann wissen wir, dass das freie Training nicht mehr so weit entfernt sein kann. Er hat gesagt, ja, 2019 mit Nico Bastian noch erfolgreich gewesen, hat da ein Rennen gewinnen können. Man hofft, das Ganze jetzt so ein bisschen wiederholen zu können an diesem Wochenende. Man startet ja im Pro Cup. Man ist eins der Fahrzeuge, das eben noch nicht rausfahren darf in dieser ersten halben Stunde, während es jetzt also für die Silberfahrer auf die Strecke geht und das freie Training an diesem Wochenende eröffnet ist. Herrliche Bilder, die wir aus der Boxengasse bekommen, und wir stehen und sitzen hier in der Kommentatorenkabine, und das gilt sowohl für mich als deutschen Kommentator als auch für die Italiener, Franzosen und natürlich auch die Engländer, die gerade so ein bisschen den Kopf Richtung Fenster bringen, um zu hören, was da an Fahrzeugen gerade auf die Strecke hinausgeht. Herrliche Atmosphäre hier im Brands Hatch. Gerade im Bild, das ist der BMW und der Audi. Unter anderem ja auch Come to You mit dabei, die an diesem Wochenende ihren Auftakt und ihre Premiere im Sprint Cup der Fanatec GT feiern dürfen.
eins von zwei Teams, das ja das erste Mal in diesem Jahr mit dabei ist. Das zweite ist die Nova Race Mannschaft, die mit den zwei Honda NSX an den Start gehen. Und manchmal hat es tatsächlich Vorteile, wenn die Fenster nicht ganz so dick sind. Man hört nämlich den Motorensound hier wunderbar, wenn sie aus der Boxengasse herausfahren. Herrliche und wirklich sehr beeindruckende Atmosphäre in Brands Hatch. Und wir sind gestern mal einfach über die Strecke eine Runde gegangen. Und wir sehen da unter anderem diese Pirelli-Brücke. Wir haben zwei Brücken rund um diese Strecke. Nein, drei eigentlich. Aber zwei davon sind extrem niedrig, dass man in meinem Fall 1,85 die Größe, wenn man den Arm nach oben streckt, tatsächlich an die Brücke drankommt. Also viel Platz ist da nicht mehr. Zum Glück sind die Fahrzeuge relativ niedrig. Aber sehr, sehr interessant, dass es die Brücke, die relativ hoch ist, die Fanatec-Brücke, wenn es dann Richtung Turn 2 geht. Da geht es übrigens extrem steil bergauf und hinten wieder bergab. Generell an der Strecke kaum eine Stelle, die auf irgendeine Art und Weise gerade ist. Entweder geht es bergauf, bergab, es neigt sich nach rechts, es neigt sich nach links. Für die Fahrer eine extrem anspruchsvolle Strecke. Das haben uns auch alle Piloten, mit denen wir uns unterhalten haben, bestätigt. Man muss erstmal mit den Begebenheiten klarkommen. Es ist einfach eine Oldschool-Strecke hier in Brands Hatch. Und da wird man als Pilot erstmal ein wenig brauchen, um sich hier einzuschießen. Turn 1 beispielsweise geht richtig bergab, neigt sich nach innen weg und lädt eigentlich so ein bisschen auch zu Fehlern ein. Nichtsdestotrotz möchte man natürlich an diesem Wochenende möglichst schnell in Tritt kommen, auch bei der Centilog Junior Mannschaft, die ja mit der 26 im Gold Cup startet. Simon Gachet bzw. Paul Evar sind die beiden Piloten. Evar, der Silberpilot, darf deswegen schon auf die Strecke. Simon Gachet wird dann vermutlich im zweiten Teil dieses freien Trainings das Auto übernehmen, um nochmal ein bisschen sich einzuschießen auf den Kurs in Brands Hatch. Zeiten im Moment natürlich irrelevant, denn erstens läuft dieses Training erst 3,5 Minuten und zweitens ist das Freitraining eben nicht wirklich dafür da, um auf Zeitenjagd zu gehen, sondern vielleicht die perfekte Abstimmung zu finden, um sich vorzubereiten für das Qualifying, das ja ebenso an diesem heutigen Samstag stattfindet. Eine Besonderheit an diesem Wochenende ist ja, dass wir beide Rennen, sowohl Lauf 1 als auch Lauf Nummer 2, am morgigen Sonntag erst über die Bühne bringen werden. Heute das freie Training, was jetzt im Moment läuft, das Pre-Qualifying ab ja, in Deutschland 13.45 Uhr. Wir haben ja eine Stunde Zeitverzögerung oder sind eine Stunde voraus in Deutschland. Und um 16.55 Uhr startet dann übrigens das Qualifying für die beiden Läufe am morgigen Sonntag. Mit Qualifying 1 und Qualifying 2 direkt hintereinander. Ja, und genau aus dieser Kameraperspektive hat man so ein bisschen gesehen, wie viel bergauf und bergab es eigentlich geht, wenn dann plötzlich hinter der Kurve das Auto einfach mal nach unten hin verschwindet und man eigentlich nur noch Asphalt sieht. Das sind die Bilder, die wir uns an diesem Wochenende sehr, sehr gerne anschauen werden. Da hat die Mannschaft rund um die SRO Organisation wieder einmal hervorragende Arbeit geleistet, um uns eben auf 4 Sprachen diesen Livestream zu bieten. Angesprochen auch schon 8 Fahrzeuge, die nicht die erste halbe Stunde auf der Strecke sein werden. Natürlich alle aus dem Pro Cup, denn da sind die Fahrerbesetzungen so, dass entweder ein Gold gemeinsam mit einem Platinfahrer, ein Gold mit einem Goldfahrer oder 2 Platinfahrer auf einem Auto sitzen. Unter anderem die amtierenden Meister, die das Triple perfekt gemacht haben im letzten Jahr. Aus dem Hause Team WRT, Charles Wertz und Dries Fantor. Beide als Platinfahrer eingestuft, fahren in diesem Jahr mit dem BMW M4. Teilen sich ja im Endurance Cup das Ganze mit Sheldon van der Linde, dem amtierenden DTM-Champion. Und hier eben in altbewährter Besetzung unterwegs. Gleiches gilt auch für die amtierenden Vizemeister, Raffaele Marcello und Timo Boguslawski. Auch da haben wir schon drüber gesprochen. Mit dabei auch aus dem Hause JP Motorsport ein McLaren
Und zwar mit der Startnummer 111, wird dann auch später noch auf die Strecke gehen. Unter anderem der ehemalige Formel-1-Fahrer Christian Kleen teilt sich das Fahrzeug mit Dean McDonald, der im letzten Jahr ja noch für das Garage 59-Team unterwegs gewesen ist, die ebenso ein Fahrzeug mit an den Start bringen mit Benjamin Goethe, dem amtierenden Silber-Cup-Champion des Endurance Cup. Gemeinsam mit Nikolai Kjærgaard. Zwei McLaren 720 GT3 Evo an diesem Wochenende mit dabei. 10 Audi A8 dürfen wir begrüßen. Ist das Fahrzeug, das am häufigsten an diesem Wochenende eingesetzt wird. 29 Autos sind am Start. 15 davon starten in der Pro-Cup-Klasse. Da gibt es keine Einschränkung, was die Fahrereinstufungen angeht. Da dürfen auch zwei Platin-Fahrer mit an den Start gehen. Im Gold Cup, 5 Stück an der Zahl, sind es die Piloten. Ein Fahrer muss Gold eingestuft sein, der andere maximal Silber. Und im Silber Cup, ja, das ist fast selbsterklärend, sind es zwei Silberpiloten, die am Start sind. Das sind die drei Kategorien, die uns an diesem Wochenende begleiten werden. Normalerweise sollte ja im Sprint Cup auch noch der Bronze Cup an den Start gehen. Aufgrund der Streckenlänge musste man aber schon sehr frühzeitig in diesem Jahr sagen, okay, für die Strecken in Zandvoort und hier in Brands Hatch muss man den Bronze Cup leider ausklammern. Man wird es nicht schaffen, auch diese Fahrzeuge noch unter einen Hut und auf die Strecke zu bringen. Deswegen also hier lediglich in Anführungszeichen 29 Fahrzeuge, was trotzdem ein extrem großes Teilnehmerfeld ist. Und wir freuen uns da auf extrem spannende und actionreiche zwei Rennen an diesem Wochenende. Und wir werden dann sicherlich in den nächsten Rennwochenenden, die ja dann stattfinden werden, in Hockenheim, in Valencia und natürlich auch in Misano auch die Bronze Cup Fahrzeuge auf der Strecke erleben dürfen. Wir nehmen Sie gerne einmal mit auf eine Runde hier in Brands Hatch bei 163 von Lamborghini von Yuki Nemoto. Kurz gesehen nochmal das blinde Anbremsen auf Kurve 1, denn da sieht man überhaupt nicht, wo es dann so richtig bergab geht. Auch Valentino Rossi befindet sich jetzt an der Stelle und hier einmal in die Senke hinunter, bevor es dann wieder bergauf geht. Und das sieht man gar nicht auf den Bildern, wie steil das Ganze ist, aber es ist extremst steil bergab und dann später wieder bergauf, die ganze Strecke in dieser Topografie. Diese Kurve, die hat es richtig in sich. Man muss viel, viel Schwung mitnehmen aus Kurve 4, um dann auf diese lange Gerade Richtung Turn 5 mit viel Schwung zu fahren. Platz 2 im Moment für Valentino Rossi. Ja, da kommt noch ein bisschen was. Immer noch, wir befinden uns gerade einmal zu Beginn dieses Trainings. Aber, und das haben wir wirklich auch schon im Monza gesehen, die Lernkurve eines Valentino Rossis ging extremst nach oben. Nicht umsonst hat er das Fahrzeug, den BMW M4, zuletzt beim Endurance-Lauf sehr, sehr lange auf Platz 2 halten können, bevor es dann ausgangs der ersten Schikane im Monza zu einem technischen Problem kam, nachdem er den Curb ein bisschen zu hart mitgenommen hatte. Ein kleiner Fahrfehler des Italieners dazu geführt hat, dass das Fahrzeug keinen Vortrieb mehr hatte. Dann ging es wieder. Nach wenigen Sekunden, dann fuhr er in die Box
Man ist wieder rausgefahren nach dem Fahrerwechsel, Auguste Farfus übernahm. Plötzlich kam ein Reifenschaden und man sagte sich, okay, wir stellen das Auto ab. Das soll es dann für den Sonntag damals gewesen sein, vor 3 Wochen. Man möchte gerne ein bisschen mehr Zeit auf der Strecke an diesem Wochenende verbringen. Das gilt auch für die 77, für das Silbercup-Fahrzeug rund um Haupt-Racing-Team. Sean Hartsbett ist nicht einer der Fahrer. Einmal in der Zeile verrutscht. Jordan Love und Frank Bird sind die beiden Silberfahrer, die den Mercedes-AMG GT3 pilotieren. Einen von dreien, die an diesem Wochenende mit am Start sind. Akodes ASP-Team haben wir Ihnen auch schon vorgestellt. Und zu Beginn dieses freien Trainings, da hat es noch gar nicht begonnen, haben wir auch noch gesehen den Matt Penda, Motorsport Mercedes, mit der Startnummer 90. Jesse Salman Auzio und Ezequiel Perez Compon, das finnisch-argentinische Duo, teilen sich den dritten Mercedes an diesem Wochenende. Herrliche Bilder, die uns die Slow-Mo-Kamera dort von Valentino Rossi und dem Team WRT BMW eingefangen hat. Hier im Bild einer der Teamkollegen von Valentino Rossi. Da sitzt im Moment Kellen Williams im Auto mit der Startnummer 30, der Silberfahrer. Teilt sich das Fahrzeug mit dem ADAC-Stiftung Sportpiloten Niklas Kürten, der als Goldfahrer natürlich jetzt noch nicht im Auto sitzen darf. Und das hier ist Thierry Vermeulen, der jetzt in die Box wieder abbiegt im Ferrari 296. Dem neuen Modell, einer von zweien, die an diesem Wochenende am Start sind. Das Vorgängermodell ist aber ebenso mit dabei. Der 488er GT3, der AF Corse Ferrari nämlich, mit der Startnummer 71. Und da sitzt Sean Hartsbett und Nicola Marinali am Steuer an diesem Wochenende. Die beiden Silberpiloten teilen sich also das Vorgängermodell. Da hat man schon zu Beginn des Jahres gesagt, ja, wir warten eigentlich nur auf den 296er, um den dann auch einzusetzen. Für Brands Hatch hat es noch nicht gereicht. Man wird aber darauf hoffen, dass man im Laufe des Jahres von Ferrari einen weiteren 296er ausgeliefert bekommt, um diesen dann auch im Sprint Cup wieder einsetzen zu können. 2 Stück stehen ja bei AF Corse. Die haben wir ja schon beim Saisonauftakt des Endurance Cups gesehen in Monza. Mit den 2 extrem stark besetzten Fahrzeugen werks eingesetzt, nämlich im Endurance Cup. Die Boxenanlage hier in Brands Hatch, eine sehr, sehr besondere, muss man sagen. Es geht bergab in der Boxengasse, ähnlich wie es, wie man es auch in Spa-Francorchamps kennt. Aber wenn man sich die ganze Boxenanlage mal anschaut mit diesen Backsteinen und sie ist extrem flach, dann sieht man, wie oldschool diese Strecke eigentlich sein kann. Dieses typisch britische, was man ja auch aus Donington oder vom Alton Park kennt, ist auch hier in Brands Hatch nicht anders. Ein Porsche, den wir hier im Bild haben, ist auch der einzige Porsche an diesem Wochenende vom Dynamic GT Huber Racing Team eingesetzt. Der Deutsche Christian Engelhardt wird dann für den zweiten Teil ins Lenkrad greifen, teilt sich ja das Fahrzeug mit dem Belgier Adrien de Lena, der jetzt hier die erste halbe Stunde auf der Strecke verbringen darf. Man hatte bei Porsche ja schon so ein bisschen Probleme Anfang des Jahres. Man hatte eine Mitteilung rausgegeben aus dem Hause Porsche, dass man bitte das ABS und die Traktionskontrolle ausstellen soll beim neuen Porsche 911 GT3 R 992. Das hat man aber behoben, sodass man schon in Monza wieder alle Hilfssysteme einsetzen konnte. Und hier sehen wir die schöne Drohnenaufnahme, die uns ja auch schon in Italien beim Saisonauftakt begleitet hat und uns herrliche Bilder geliefert hat. Und auch das wird uns hier an diesem Wochenende erneut
gezeigt. Und zwar rund um die letzte Kurve oder zwischen der letzten und Turn 5 wird diese Drohne uns an diesem Wochenende wunderschöne Bilder liefern. Ich bin mir sicher, dass wir dieses Bild immer mal wieder eingeblendet bekommen werden. Hier wieder Adrien de Lena im Bild mit dem Dynamic GT Porsche. Hier eine Kooperation Anfang des Jahres mit Huber Racing eingegangen sind, weil man gerne bei Dynamic GT einen weiteren Porsche einsetzen wollte, den aber von Porsche nicht geliefert bekommen hat. Und dann hat man bei Huber Racing angerufen und hat gesagt, hey Leute, wie sieht's denn aus? Ihr habt doch noch einen. Habt ihr Lust, mit uns zusammenzuarbeiten? Und man hat gesagt, ja, sehr gerne, machen wir. Oh, und dann war man bei Atemto Racing und dem Silbercup eingesetzten Audi R8 ein bisschen zu weit draußen. Lassen Sie mich kurz noch den Satz beenden. Da hat man gesagt, ja, machen wir, lass uns zusammenarbeiten, Huber Racing und Dynamic GT. Und aus dem Team wurde dann eben das Team Dynamic GT Huber Racing. Atemto Racing. Tresor Atemto Racing in diesem Jahr. Alex Acker und Lorenzo Patrese, die sich dieses Fahrzeug im Silbercup und im Sprintcup in diesem Jahr teilen, haben genau eine Runde zuvor dort ein bisschen den englischen Rasen gemäht. In dieser Runde sah das Ganze dann schon deutlich besser aus bei Alex Acker. Da hatte man ja im Pre-Qualifying in Monza auch schon sehr, sehr weit vorne gestanden. Da war man nämlich die schnellsten im Feld. Und auch jetzt ist man aktuell auf der Strecke das schnellste Fahrzeug mit einer 1:23.347. Insgesamt 90.000stel weniger als eine Zehntelsekunde schneller als die Zweitplatzierten, als der Mercedes mit der Startnummer 77 vom Hubert Haupt Racing Team. Jordan Love und Frank Bird. Wobei Bird die Zeit hier gefahren hat zu Beginn dieses freien Trainings. Und bei Tresor Atemto Racing sagt man sich, man geht nochmal in die Box. Man stellt das Fahrzeug einmal ab. Kurzer Check, bevor es dann nochmal hinausgehen wird. Auch Lamborghini ist an diesem Wochenende wieder vertreten mit 4 Huracan GT3 Evo 2. Ist ja auch eine neue Evolutionsstufe zu diesem Jahr gekommen bei Lamborghini, die eingesetzt wird von allen Fahrzeugen bis auf eins, und zwar das GSM AB1 GT3 Team. Und um die italienisch-brasilianische Besetzung, Nicolas Risitano, der Italiener, und Fernando Corce, der Brasilianer. Mit der Startnummer 18 sind sie am Start. Da ist es noch die alte Evo-Stufe. Hier also der NSX Honda, der sein Debüt in der Fanatec GT feiern darf. Das erste Mal, dass dieses Fahrzeug überhaupt unterwegs ist, entscheidet sich dann auch für den Weg in die Boxengasse in dieser Runde. Noch hier werden wir abwarten dürfen, was die Mannschaft von Nova Race imstande sein wird zu leisten. Da kriegen wir nochmal eine Wiederholung eingeblendet. Ja, sehr, sehr spät entschieden, dort in die Boxengasse zu fahren. Das haben wir eben aber auch schon bei der von Atemto Racing eingesetzten Mannschaft gesehen, dass man da sehr, sehr spät erst abgebogen ist. Vielleicht auch ein bisschen über diese Linie gefahren. Sowohl bei Atemto Racing, beim Audi R8, als auch jetzt hier bei Nova Racing und dem Honda NSX. Da unterhält man sich noch einmal. Die beiden Fahrer. Da spricht man, wie sich das Auto verhält. Worauf man vielleicht auch nochmal achten muss auf der Strecke. Wie schon angesprochen, es ist noch relativ kühl. Was sich dann aber auch ändern soll im Laufe des Tages. Zum Qualifying später soll das Ganze übrigens dann rund um die 20 Grad haben draußen. Lufttemperatur.
Wir haben ja auch ein wunderschönes Rahmenprogramm an diesem Wochenende mit herrlichen historischen Fahrzeugen, die hier im Brands Hatch immer gerne gesehen werden. Ein bisschen verwunderlich, also für mich verwunderlich, die Zuschauermassen, die schon an diesem Samstagmorgen hier nach Brands Hatch gekommen sind. Und dann habe ich mich eben mit dem einen oder anderen Engländer unterhalten. Da sagte er, das ist vollkommen normal. Die kommen hier hin, die wollen einfach nur sehen, dass sich Räder drehen. Egal ob freies Training, Qualifying oder am Ende die Rennen. Dann werden wir hier den nächsten Ausritt sehen. Einer der Come to You, Audi R8 im wildesten Drift. Und spätestens jetzt hat man den Fahrer auch bei der WRC auf dem Schirm. Im Rallye-Style ging es da einher bei der Come-to-You-Mannschaft, die ja an diesem Wochenende drei Audis einsetzt. Könnte entweder Lucas Legere gewesen sein, Nicolas Baer, könnte der zweite, oder bei der dritten Mannschaft wäre es Nicolas, Finlay Hutchison könnte es gewesen sein. Einer von den drei Piloten, das sind nämlich die drei Silberfahrer an diesem Wochenende, die für das Come to You Racing Team an den Start geht. Im Laufe des Jahres werden wir mit Sicherheit auch diese Fahrzeuge an irgendwelchen Kleinigkeiten erkennen können. Ich bin mir sicher, dass die Fahrzeuge sich nochmal leicht unterscheiden. Zum Beispiel bei Come to You ist dann ein Fahrzeug gelb abgesetzt, ein Fahrzeug silber abgesetzt und das andere bleibt in diesem herrlichen Blau, dass das Fahrzeug ja auf dem Auto lackiert hat. Wer jetzt aber welches Fahrzeug pilotiert, ist zu Beginn dieses Jahres ja noch nicht in den Köpfen unserer selbst. Frank Bird mit dem Mercedes geht auf die nächste schnelle Runde. Anbremsen Turn 1. Runter den Berg hinauf geht es dann wieder Richtung Turn Nummer 2. Anbremsen unter der Brücke. Einmal rechts rum, bevor es dann wieder bergab geht, um die nächste Linkskurve anzufahren. Versucht auch dort nochmal viel Schwung mitzunehmen. Übrigens, die ersten drei Kurven, Turn 1, Turn 2 und Turn 3, jeweils am Ausgang, mit Sensoren bestückt, um die Track Limits zu kontrollieren. Gestern das Ganze bei der Fahrerbesprechung nochmal explizit vom Rennleiter angesprochen. Bitte haltet euch daran. Bei der dritten Überschreitung der Track Limits gibt es dann eine Verwarnung. Ab der vierten dann auch eine Strafe, die dann von der Rennleitung festgelegt wird. Da war man sich gestern noch nicht sicher, wie das Ganze aussehen wird. Natürlich fürs Qualifying wird dann jede Runde, die dann mit den Track Limits oder wo die Track Limits nicht eingehalten wurden, wieder gestrichen, so dass wirklich nur die Runden zählen, die innerhalb der weißen Linien gefahren wurden. Mit zwei Reifen darf man über diese Streckenbegrenzung hinausfahren. Vier ist dann zu viel. Die restlichen Kurven, die Kurven 4 bis 9, werden dann übrigens mit der Kamera überwacht. Viele Möglichkeiten dort über die Track Limits hinauszuschießen gibt es aber nicht. Trotzdem, wenn es da irgendwo Verstöße gibt, wird die Rennleitung auch dort sicherlich ein Auge drauf haben. Ja, die Frage ist, wo endet die Strecke? Und zwar hier im Brands Hatch sind es die Curbs. Also man darf auch die Curbs noch mit vier Reifen befahren. Und alles, was darüber hinausgeht, das wird dann gestrichen werden. Gute 5 Minuten, bevor wir dann auch die Gold- und Platinfahrer an diesem Wochenende auf der Strecke begrüßen werden. 21 Fahrzeuge durften auf die Strecke. 21 Fahrzeuge sind auf die Strecke gegangen. In dieser ersten halben Stunde bzw. 25 Minuten. Und das ist ja eine Mannschaft, wo man sich jetzt bereit macht, um gleich hinaus zu gehen. Das müsste der 32er BMW sein. Die amtierenden Meister, Dries Vanthoor und Charles Wertz, sind dort die Piloten. Ja, und hier macht sich jetzt Niklas Krüppen bereit. Da wird man noch 4,5 Minuten warten müssen, sich gedulden müssen, bevor man hinausgeht. Denn Niklas Krüppen, ja als Goldfahrer eingestuft, darf noch nicht. Erst wenn die 31. Minute angebrochen
ist, dann darf er auf die Strecke hinausgehen. Zum 9. Mal fährt man mit dem Sprint Cup oder mit der Fanatec GT hier in Brands Hatch. Es ist der Kurs, der vom Sprint Cup am meisten in der Vergangenheit gefahren wurde. Man musste ein Jahr aussetzen aufgrund bekannter Probleme rund um die ganze Welt. 2020 nämlich fuhr man hier nicht in Brands Hatch. Die Bestimmungen dort zu stark gewesen oder zu krass gewesen, um den ganzen Motorsport-Zirkus hier nach England zu bringen. Da setzte man aus. Man war wieder froh, dass man 2021, 2022 und eben in diesem Jahr 2023 wieder hier auf dieser wunderschönen und herrlichen Rennstrecke zu Gast sein darf. Monza war also der Saisonauftakt in diesem Jahr. Und wir freuen uns natürlich dann auch auf die kommenden Veranstaltungen, die ja dann anstehen. Beispielsweise geht es ja demnächst auch schon wieder weiter mit der Fanatec GT. Und zwar dann in Le Castellet in Südfrankreich steht dann nämlich der nächste Lauf des Endurance Cups an, bevor es dann zum Saisonhighlight geht. Und zwar nach Spa-Francorchamps, das 24-Stunden-Rennen ist dann übrigens die nächste Veranstaltung, die vierte in diesem Jahr. In anderthalb Wochen, 23. und 24. Mai, wird man mit den Fahrzeugen auch schon in Spa zu Gast sein, und zwar zu den Testtagen hier fürs 24-Stunden-Rennen in Spa. Für einige Fahrer ist das eine gute Hin- und Herfahrerei, denn einige von den Piloten, die jetzt hier an diesem Wochenende unterwegs sind, werden auch in der nächsten Woche bei einem der größten Langstrecken-Klassiker der Welt am Start sein, beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, bevor man dann von da aus, gut, die Anfahrt ist nicht so weit, vom Nürburgring nach Spa fahren wird, um dort die Testfahrten zu absolvieren für den nächsten Langstrecken-Klassiker. Wir haben auch schon gesagt, wir werden mit dem Sprint Cup dann in Misano am Hockenheimring und in Zandvoort an den Start gehen. Für Sie natürlich zu Hause in Deutschland die Möglichkeit, heimatnah viele Rennen in diesem Jahr zu sehen. Denn in Deutschland fahren wir nicht nur den Sprint Cup, sondern auch mit dem Endurance Cup auf dem Nürburgring. Wir haben also mit Nürburgring, Hockenheim, Zandvoort und Spa-Francorchamps vier Veranstaltungen, die sehr, sehr nah an Deutschland oder in Deutschland veranstaltet werden. Möglichkeit also für Sie, die Fanatec GT, einfach mal live vor Ort zu beobachten und sich das Ganze anzuschauen. Und wir sehen ja auch, hier in England ist ja die Fannähe eine der schönsten Möglichkeiten, einfach mal ganz nah heranzukommen an die Fahrer. Wir sehen immer wieder auch bei Valentino Rossi oder vor der Box von Valentino Rossi große und viele Menschenmengen, die sich dort zusammenfinden, um einfach das ein oder andere Autogramm oder Foto oder auch das ein oder andere Wörtchen zu bekommen mit dem ehemaligen Motorrad-Weltmeister. Und auch alle anderen Fahrer sind ja wirklich offen für das ein oder andere nette Gespräch. Da gibt es keinen, der sagt, nee, ich möchte jetzt nicht, sondern wenn man sie anspricht und sagt, hey, würdest du mir irgendwas unterschreiben oder können wir ein Foto zusammen machen, dann freuen sich die Piloten, weil es eben noch Motorsport ist, der wirklich nah an dem Fan und dem Zuschauer sein soll. Jetzt geht es also auch für die Gold- und Platin-Fahrer auf die Strecke. Unter anderem die Goldjungs von JP Motorsport. Der ehemalige Formel-1-Pilot Christian Klien ist der Erste, der hinausgeht. Mit der 111 wird er den McLaren 720S GT3 Evo pilotieren. Teilt sich das Fahrzeug, auch das haben wir schon mal besprochen, mit Dean McDonald. Man hofft sich in diesem Jahr tatsächlich, man erhofft sich in diesem Jahr tatsächlich, ganz vorne mit angreifen zu können mit diesem Fahrzeug. Die Fahrerbesetzung beim 111er
McLaren hat sich verändert. Im letzten Jahr ja Christian Kleen mit Teambesitzer Patrick Kropinski an den Start gegangen. Da hat man in diesem Jahr gesagt, okay, wir splitten das Ganze auf. Wir ziehen uns den nächsten extrem starken Piloten mit ans Board, Dean McDonald. Christian Kleen bleibt auf dem Auto sitzen. Und wir setzen einfach noch einen zweiten McLaren ein, wo dann Patrick Kropinski sich das Fahrzeug mit Norbert Siedler teilen wird. Das Ganze aber in diesem Bronze Cup, den wir schon mal angesprochen haben, an diesem Wochenende eben nicht am Start. Deswegen auch diese Mannschaft leider nicht, oder dieser zweite McLaren mit dieser Mannschaft nicht mit dabei. Es bleibt also bei einem McLaren an diesem Wochenende aus dem Hause JP Motorsport. Der zweite McLaren wird ja eingesetzt von Garage 59, ebenso im Pro Cup unterwegs, Benjamin Goethe und Nikolai Kjærgaard. Das deutsch-dänische Duo, das hier an den Start geht und sicherlich auch für das ein oder andere Spektakel auf der Strecke sorgen wird. Im Bildhintergrund haben wir nämlich ganz kurz gesehen, in einer aus meiner Sicht wunderschönen Lackierung, genauso wie dieser Ferrari natürlich auch. Das Blau-Rot ist tatsächlich einfach ein Hingucker, muss man einfach mal so sagen. Auch der Honda, jedes Fahrzeug eigentlich, man kann es nicht anders sagen, hat seinen eigenen Reiz an diesem Wochenende und in dieser Saison. Da haben die Teams wieder hervorragende Arbeit geleistet, um das Fahrzeug herausstechen zu lassen. Rover Racing in Blau-Orange. Emil Frey in diesem typischen Dunkelblau für Emil Frey Racing, die ja auch das Einsatzfahrzeug gewechselt haben, waren ja in den vergangenen Jahren mit Lamborghini unterwegs. Jetzt also wieder, oder was heißt jetzt wieder? Jetzt also mit dem Ferrari am Start. Wir sehen, dass die Strecke jetzt auch ein bisschen voller werden wird. Man hat sich nämlich bei allen 8 Autos, die bisher nicht draußen unterwegs gewesen sind, entschieden hinauszufahren, um auf der Strecke ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Man hat eben nur 30 Minuten Free Practice, freies Training vor sich. Eine Art zweites freies Training steht ja dann auch noch an, und zwar das Pre-Qualifying um 13.45 Uhr. Das Pre-Qualifying ist eigentlich ein freies Training, aber sollte das Qualifying aus irgendwelchen Gründen nicht stattfinden können, dann wird das Pre-Qualifying zugrunde gezogen und man startet nach dem Ergebnis dieses Trainings dann die beiden Rennen am morgigen Sonntag. Sollte das Qualifying natürlich über die Bühne gehen, ist das Pre-Qualifying wie ein freies Training zu werten. Was ist die Zeit von Alex Acker und Lorenzo Patrese hier in diesem freien Training wert? 1:23.347. Ja, spätestens in 25 oder 26 Minuten nichts mehr, weil dann das freie Training zu Ende ist und man sagt, okay, das war's. Aber für dieses Training werden wir mal abwarten dürfen, wer sich denn da ganz oben mit einsortieren darf. Denn wir sehen Raffaele Marcello auf unserem Zeitenmonitor gleich mal mit Gesamtbestzeit in Sektor Nummer 2. Es ist seine erste gezeitete Runde, in der er unterwegs ist. Und auch diese Mannschaft hier mit Dries Vanthoor und Charles Wertz, die hinausgegangen sind, da sitzt Charles Wertz im Moment in dem BMW, wird sicherlich versuchen anzugreifen. Marcello hat Tempo nochmal rausgenommen, setzt also nicht direkt zu Beginn dieses Trainings, aus seiner Sicht dieses Trainings, eine schnelle Runde, sondern man versucht sich erstmal ein bisschen einzugrooven. Und jetzt kriegen wir nochmal eine Wiederholung eingeblendet vom amtierenden Meister. Der dort ein bisschen zu nah an die Grasnarbe herangefahren ist bei Anfahrt Kurve 8. Dadurch leicht beim Anbremsen das Heck ausbrechen hat lassen. Aber alles in Ordnung. Man hat das Auto abfangen können und man fährt also ganz normal weiter. Auf dem Instagram-Kanal von Fanatec GT, der GT World Challenge powered by AWS, haben wir auch eine Wiederholung des letzten Jahres gesehen, in der genau an dieser Stelle beim Ausgang
der Kurve 8. Daniel Junkadea, das Auto mal extrem stark angestellt hat. Mein Gott, was ist das für eine Zeit? 1:22.511. 8 Zehntel schneller als die bisherige Bestzeit. Raffaele Marcello, ja, da lässt man es langsam angehen, in Anführungszeichen. Runde Nummer 2 war es dann, oder gezeitete Runde Nummer 2 war es dann für Raffaele Marcello, der jetzt dann so ein bisschen in den Stau dort gerät. Erinnert mich so ein bisschen an die Anfahrt hier nach England. Denn auch da gab es den einen oder anderen Stau. Die neue Bestzeit hier in diesem freien Training und das für die Akodes ASP-Mannschaft. Und man hat ganz klar gesagt, wir wechseln die Mannschaft nicht. Wir bleiben bei dem Duo Marcello-Boguslawski und greifen einfach im Jahr 2023 erneut an, um vielleicht diese Vorherrschaft, die wir gesehen haben in den letzten 3 Jahren in diesem Sprintcup von Charles Wertz und Dries Vanthoorn, die 3 Jahre hintereinander die Meisterschaft gewinnen konnten, und das sieht nicht gut aus, zu brechen. Und wir sehen, das müsste ein Mercedes, genau, der Matt Pender Mercedes sein, der dort feststeckt. Ausgangskurve 1, Jesse Salmenaugio, der Finne, der das Auto dort ja tief vergraben hat im Kiesbett. Wir haben auch die durchdrehenden Reifen gesehen, da wird man nicht mehr herauskommen aus eigenen Kräften. Was das bedeutet, haben wir gestern in der Fahrerbesprechung auch gesehen. Der Letzte, der an dieser Stelle vorbeigefahren ist, bevor das Auto abgestellt wurde oder abgeflogen ist, der darf seine Zeit noch zu Ende fahren. Dann wird rot gezeigt. Das ist übrigens jetzt der Fall. Hier im Bild auch nochmal schön eingeblendet. Die Marshalls rund um die Strecke, die roten Flaggen jetzt schwenken. Und dann wird man mit 80 km/h Richtung Boxengasse zurückfahren. Die Uhr läuft im freien Training natürlich weiter. Das wird sich dann für das Qualifying oder für das Rennen ändern. Da wird man die Zeit anhalten. Jetzt im freien Training sagt man sich ja, wenn was passiert. Wir bleiben im Zeitplan. Die Uhr läuft ganz normal runter auf 0. Im schlimmsten Fall. 20 Minuten, etwas mehr, 21,5 Minuten haben wir noch auf der Uhr, haben wir noch Zeit, um das Fahrzeug von Matt Pender, den Mercedes AMG, zu bergen, um auch die anderen Piloten, 28 an der Zahl, wieder hinaus zu bringen, um dort nochmal die Möglichkeit zu bieten, ein bisschen Tracktime zu sammeln. Wir sind im Hause Team WRT und sehen Valentino Rossi, der sich dort mit seinen Mechanikern noch einmal unterhält und sich die letzten Instruktionen noch mal abholt, bevor er mit Sicherheit noch mal hinausgehen wird. Also Maxi Matar, der Pilot, der im Moment im BMW M4 sitzt. Und dieser Zwischenfall zwischen der 163, das ist die VSR-Mannschaft, Yuki Nemoto und Rolf Inneichen und dem Matt Pender Mercedes mit der Startnummer 90, wird von der Rennleitung untersucht. Und wir bekommen jetzt auch gleich die Einblendung, was da genau passiert ist. Boah, ja. Da war man sich nicht ganz einig, wer dort als erstes in die Kurve einbiegen darf. Der VSR Lamborghini blieb auf dem Asphalt, während der Mercedes ja dann das Kiesbett ein bisschen erkunden durfte. Hier Dries Vanthoorn im Bild. Ein Mann der klaren Worte, möchte man fast sagen. Im letzten Jahr, wir erinnern uns daran, selbst wenn der das Rennen mit Sekundenvorsprung am Ende für sich entschied, blieb der Mann cool. Blickte auf das nächste Rennen, Dries Vanthoorn. Und was er ganz gut konnte und immer noch kann, ist Tiefstapeln. Wir erinnern uns da gerne nochmal zurück an Monza, an das Interview mit Gemma Scott.
Und genau dieses Interview werden wir nicht jetzt direkt sehen, aber wir sehen Dries Fantor, der ja wieder bei Gemma Scott unten in der Boxengasse ist und Rede und Antwort steht. Dries, obviously coming to Brands Hatch for the first time with the BMW, zero data, zero knowledge. How difficult is this going to be for you guys this weekend? Yeah, it's not going to be the easiest weekend, I think, just in terms of making sure everything is prepared, that we know what we have to do, what we know what we have to work on. It's the first laps we just did with the car, so yeah, we have to get as much data. The red flag doesn't help, but we have to get as much data as possible to try and learn as much as possible and doing as much as possible. So it's going to be an interesting weekend, but I think we are well equipped to do a good job, and hopefully we can do a good job around here. I think it suits us a bit, especially the quick part on the track. So yeah, let's see. Well, WRT have certainly got a lot of experience within GTs, and you as well. Yeah, I can't really say that I don't have any experience anymore. It's starting to become, I'm not feeling old, but feeling I'm getting more experience, of course, every year. But yeah, the team, of course, is well equipped, well experienced. So it's not like we can blame it on that. So we just have to work hard this weekend, harder than usual. And I think then we will get the result we deserve. Thank you very much. Have a good one. Thank you very much. Ciao. Was soll man dazu sagen? Genau das, was man erwartet hat. Wieder ein bisschen tief stapeln, man muss Erfahrungen sammeln, man ist neu auf der Strecke mit dem Auto und am Ende, vielleicht wie ein Monster, stehen die BMWs wieder ganz vorne. Es gilt abzuwarten, was das Ganze noch mit sich bringt. Aber Dries Fantor wieder mit den Worten, ja, erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln. Wir müssen gucken, wo wir stehen. Die rote Flagge hilft uns natürlich nicht hier, um wirklich richtig in Tritt zu kommen. Man ist aktuell mit Charles Wertz gerade einmal 5 Runden gefahren. 10. Position für die BMW-Mannschaft. Man ist aber auch der stärkste BMW im Moment an der 10. Position. Und Dries Fantor saß noch gar nicht im Auto an diesem Wochenende. Und hier sehen wir Valentino Rossi im Gespräch mit Teamchef Vincent Voss. Man auch noch mal ein bisschen sich austauscht über die Situation auf der Strecke. Übrigens wurde die Fastlane auch schon wieder geöffnet. Wir sehen, dass der Mercedes von Matt Panda schon auf dem Abschlepper drauf ist, wird jetzt zurückgebracht gleich Richtung Boxengasse. Und dann wird es hinausgehen wieder für die GT3-Fahrzeuge. Ganz vorne steht übrigens einer der Audi A8 aus dem Hause Centiloc Junior 2 an der Zahl. Zum einen Patrick Niederhauser mit der 25 steht vorne weg. Und hier sehen wir das Bild, den auf dem Abschlepper befindlichen Mercedes AMG GT3 von Matt Panda Motorsport. Wir sehen auch die beiden Audis von Christopher Mies und Lorenzo Patrese. Charles Wertz ebenso, hat sich schon angestellt in der Fastlane, auch der Dynamic GT Porsche, der AF Corse Ferrari. Ja, und das Ganze zieht sich tatsächlich 10, 11, 12 Fahrzeuge hintereinander stehend hier nochmal eingefangen mit den Kameras. Wird nicht mehr allzu lange dauern, bis es dann tatsächlich wieder Rennaction auf der Strecke gibt. Denn jetzt der Abschlepper auf dem Weg, seinen Weg in Richtung Boxengasse zu finden. Den Mercedes werden wir dann erstmal zumindest jetzt nicht sehen. Grüne Flagge übrigens jetzt gezeigt. Die Ampel springt auf grün am Ende der Boxengasse und man darf hinausgehen. Noch einmal diese herrliche Tonspur, die wir auf den Ohren haben. Die GT3-Fahrzeuge rausfahrend aus der Boxengasse Richtung Turn 1. Noch einmal der Blick von oben, von unserer Drohne auf Turn 5. Das hier. Das Fahrzeug von einem der Interviewpartner zu Beginn dieses Trainings mit Thomas Neubauer,
DTM-Auto Platz genommen hat. Dann gleich auch hinausgehen, um auf Zeitenjagd zu gehen. Oder auch nochmal ein bisschen die Abstimmung zu finden auf der Strecke. Und bei Akodes ASP hat man nach 4 Runden gesagt, du, Raffaele, Marcello, du hast es geschafft, das Auto gleich mal auf 1 zu stellen. Ich glaube, du kannst die Strecke, du erinnerst dich, wie das Ganze funktioniert. Lass mal den Timo Boguslawski fahren. Genau das ist jetzt passiert. Timo Boguslawski ist jetzt im Auto mit der Startnummer 88 und geht auch auf die Strecke. Gute 14 Minuten hat er jetzt Zeit, sich einzuschießen für das Pre-Qualifying dann ja später. Und auch diese Start- und Zielgerade geht bergauf und bergab. Von einer Geraden kann man da überhaupt nicht sprechen. Denn die ganze Start- und Zielgerade ist ja auch noch eine leichte Rechtskurve, bevor man dann eben blind anbremst auf diese Strecken, auf diesen Streckenabschnitt, Kurve Nummer 1. 1986, das letzte Mal mit der Formel 1 hier im Brands Hatch unterwegs gewesen. Nigel Mansell war am Ende der glückliche Sieger. Als die Strecke erbaut wurde hier im Brands Hatch, ist man übrigens noch in die andere Richtung gefahren, also gegen den Uhrzeigersinn. Auch eine sehr interessante Alternative. Kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, denn heute fährt man tatsächlich nur noch im Uhrzeigersinn. So wie wir sie auch hier an diesem Wochenende wieder fahren werden. Eingeblendet der McLaren von Christian Klien, der zu seiner Formel-1-Zeit diese Strecke nicht mehr gefahren hat. Anfang der 2000er Jahre. Dafür eben jetzt an diesem Wochenende wieder zum wiederholten Male mit der Mannschaft von JP Motorsport im Brands Hatch. Denn auch im letzten Jahr ist man ja hier unterwegs gewesen. Man wollte ja eigentlich bei JP Motorsport in diesem Jahr im ADAC GT Masters starten. Anstelle von der Fanatec GT. Und aufgrund der bekannten Problematik im Hause ADAC nach der Übernahme der DTM hat man sich dann doch dafür entschieden, in der Fanatec GT 2 Fahrzeuge an den Start zu bringen. Ein Glück für diese Serie, dass die Mannschaft wieder mit dabei ist. Ein Glück für uns und sie zu Hause, ein weiteres Fahrzeug auf der Strecke zu haben. 29 Autos hier an diesem Wochenende. Und nochmal, es fehlt noch ein ganzer Cup, und zwar die Klasse der Bronzewertung, die ja dann uns bei der nächsten Veranstaltung in Brands Hatch, in Misano begrüßen wird. Also dort dann vermutlich um die 40 Autos am Start. Volles Feld also in diesem Jahr. Und auch der Endurance Cup hat ja mit über 50 Autos ein Rekordhoch erreicht. Für das 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps sind aktuell 72 Autos gemeldet. Und hier sehen wir ein Auto, das auch gemeldet ist, aber im Moment am Seitenrand steht. Und zwar in die falsche Richtung. Das ist der AF Corse Ferrari mit der 71. Da sitzt im Moment im Auto Marianelli. Der das Auto, es müsste Ausgangsturn 7, Anfahrt Turn 8 sein. Und da kriegen wir mit Sicherheit jetzt auch die Wiederholung. Wir sehen ja auch schon die Spuren auf der Strecke. Da wird man ein bisschen zu weit rausgekommen sein, vermutlich. Ah, kam schon mit Übersteuern dort ein. Gebogen und dann ging es auf die Grasnarbe. Dort ja kein richtiger Curb vorhanden, eher so ein Gitter. Und dann drehte man sich einmal rum und ein halbes, ja nicht ganz halbes Mal. Also ein Viertel Drehung für den AF Corse Ferrari Marianelli, der Pilot, der im Moment im Auto sitzt. Mal sehen, ob das Fahrzeug aus eigener Kraft dort wieder rausfahren kann. Nein. Deswegen also die rote Flagge, die zweite in diesem freien Training der Fanatec GT Sprint Cup. Ah, vielleicht doch.
Und hier sehen wir eine Onboard-Aufnahme aus dem Hause BMW. Und da sehen wir einmal eingeblendet das Marshall-System, wo dann gezeigt wird, hey, rote Flagge, red, blinkend. Und wir sehen auch Tempo 80 auf dem Dashboard des Fahrzeugs. Dafür gibt es ebenso einen Knopf, wie auch für den Pit-Limiter, dass dann das Auto eben nicht schneller fahren lässt als diese erlaubten 80 km/h. Das muss natürlich auch ein bisschen eingestellt werden. Nicht umsonst haben wir auch schon die ein oder andere Einblendung auf dem Rennleiter-Display bekommen, wo dann stand, hey, in der Boxengasse, Fahrzeug Nummer XY, mit 50,3 km/h unterwegs gewesen. Das war ein bisschen zu schnell, bitte korrigiert euren Pit-Limiter, damit das dann nicht mehr vorkommt. Kann nämlich auch, spätestens dann im Rennen, zu einer Strafe führen, wenn man in der Boxengasse zu schnell ist. Wir erinnern uns beispielsweise an die Formel 1 am vergangenen Wochenende in Miami, als Carlos Sainz, der Spanier, zu schnell in die Boxengasse gefahren ist und dafür dann noch eine Zeitstrafe erhielt. Der AF Corse Ferrari jetzt also wieder in die richtige Fahrtrichtung, wird dann ebenso in die Boxengasse fahren können. Und dann werden wir sicherlich gleich relativ zügig wieder Rennaction auf der Strecke erleben dürfen. Denn der Ferrari ist dann nämlich geborgen. Genau hier ist es passiert. Hier hatte man sich gedreht. Onboard beim Schwesterfahrzeug, zumindest was die Marke angeht. Der neue Ferrari 296, der 69. Thierry Vermeulen und der Spanier Albert Costa, die sich an diesem Wochenende und in dieser Saison das Fahrzeug teilen. Und wir hören gerade, dass unten in der Boxengasse Gemma Scott wieder fleißig unterwegs ist und sich den nächsten Interviewpartner geschnappt hat, und zwar Raffaele Marcello. Lello, clearly setting the fastest lap. Didn't need a lot of time in the car for yourself, giving most of it to Timo. Yeah, I mean, I'm quite experienced. Let's say we're coming to Brands Hatch since 17 when I'm in GT. So I mean, I like the track, I like the place, and then for sure Timur is the one that needs a bit more time, so we let him drive a bit more. You're becoming quite the local here in the UK. Yeah, I mean, I'm quite often here and I'm get used to the weather, but I mean, it's always nice tracks here. There are, I mean, still a bit of track limit issue, but not as much as other places. It's all track style, so very nice. It's quite important to keep yourselves off the grass this weekend as well, isn't it? Because it's so wet, you get bogged down so quickly. I try to stay away from the grass every time, so yeah. Have a great weekend. Thanks, Lello. Einen Rennfahrer zu fragen, ob es vielleicht jetzt an diesem Wochenende wichtig ist, vom Grün oder vom Gras runter zu bleiben, ist schwierig. Raffaele Marcello ganz klar gesagt, ich versuche jedes Mal vom Grün wegzubleiben. Das auch die richtige Entscheidung, wenn man ganz ehrlich ist. Die Fehler, die jetzt passiert sind, beispielsweise bei diesem Fahrzeug, das gerade aus der Boxengasse herausgefahren ist, haben es gezeigt, man sollte bitte auf dem Asphalt bleiben. Letzten 6 Minuten sind angebrochen für dieses freie Training an diesem Wochenende. Wir sehen Timo Boguslawski im Mercedes, der Teamkollege von eben interviewten Raffaele Marcello, der mittlerweile seinen Schweizer Pass erhalten hat. Bisher immer Italiener gewesen unter Schweizer Rennlizenz, jetzt Schweizer mit Schweizer Rennlizenz. So soll es sein, so hat er sich das vorgestellt. Ja, Boguslawski in diesem Jahr nicht nur im Sprint Cup unterwegs, wie im vergangenen, sondern auch in der Endurance-Meisterschaft. Hat ja auch schon im Monza für einiges an Aufsehen gesorgt, nachdem er da sich angelegt hatte mit Christopher Mies. Mal sehen, ob dieses Duell an diesem Wochenende in die nächste Runde geht. Im Moment Boguslawski, beziehungsweise gemeinsam mit Marcello in der führenden Position. Platz 2, richtig, Christopher Mies. Der sich ja an diesem Wochenende im Sprint Cup das Fahrzeug teilt mit dem Franzosen Grégory Demoustier, dem Audi A8 LMS GT3 Evo. Beim Centelog Junior Team hat man sich ja in diesem Jahr gedacht, okay, in der Endurance-Meisterschaft setzen wir ein Profi-Fahrzeug und ein Junior Team ein. Da sind es ja Patrick Niederhauser,
Christopher Mies und Simon Gachet, die das Profifahrzeug pilotieren. Erwan Bastard, Paul Ebrard und Grégory Desmoustiers das Schwesterfahrzeug. Und hier im Sprint Cup fährt immer ein Profi mit einem Nachwuchspiloten. Christopher Mies mit Grégory Desmoustiers, Simon Gachet mit Paul Ebrard und Patrick Niederhauser dementsprechend dann mit dem nächsten Franzosen, Erwan Bastard, dem amtierenden GT4 European Champion, der den dritten Centerlock Junior Team Audi A8 an den Start bringt. Gibt uns die Gelegenheit, noch einmal für Sie hinzuweisen, dass wir an diesem Wochenende oder an diesem heutigen Samstag noch zweimal live auf YouTube und wo auch immer Sie sich das gerade anschauen, zu sehen sind mit der Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS im Sprint Cup. Zum einen um 13.45 Uhr das Pre-Qualifying und zum anderen um 16.55 Uhr dann Qualifying Nummer 1, 17.25 Uhr, Qualifying Nummer 2 direkt hintereinander, jeweils über 20 Minuten. Die beiden Sessionen, derjenige, der das erste Qualifying fährt, muss auch den Start am morgigen Sonntag in Rennen Nummer 1 absolvieren. Derjenige, der dann das zweite Qualifying fährt, der startet Rennen Nummer 2 morgen Nachmittag. Fahrerwechsel zwischen Rennminute 25 und 35, sodass jeder einmal Stint Nummer 1 und Stint Nummer 2 fährt. Eingeblendet der Silbercup Lamborghini aus dem Hause VRSR, Yuki Nemoto und Rolf Inneichen. Nemoto, der Japaner, sitzt im Auto. Befindet sich aktuell an der gesamt 25. Position. Das ist Platz 8 im Silbercup. Im Silbercup führt übrigens die Atemto-Mannschaft Lorenzo Patrese und Alex Acker an der dritten Gesamtposition. Vor Frank Gerd und Jordan Love im Hauptracing-Team Mercedes-AMG auf Gesamtrang Nummer 4. Man möchte sich gerne noch mal ein bisschen verbessern bei VSR, beim Lamborghini-Team. Yuki Nemoto greift noch mal an auf den letzten Metern. Eine Runde wird er noch haben. Beim Team WRT wird noch mal ein bisschen der Boxenstopp geübt. Auch der Fahrerwechsel zwischen Maxime Martin und Valentino Rossi wurde noch mal durchgeführt, aber hinauszufahren macht dann tatsächlich keinen Sinn mehr, eine Minute vor Ende dieses freien Trainings. Deswegen also für diese Mannschaft, für die 46, in dieser typischen Farbkombination für Valentino Rossi, damit zu Ende. Es ist dann Gesamtrang. Wir suchen die Mannschaft mit der 46, 15. Und damit der zweitschnellste BMW hinter dem Schwesterfahrzeug von Dries Fantor und Charles Wertz, die Gesamtrang 10 belegen. Aber das war auch so ein bisschen in Monza der Fall, dass man sich zurückgehalten hat zu Beginn des Wochenendes, während wir hier einen kleinen näheren Blick auf die Pirelli-Schlappen bekommen, die auch in diesem Jahr alle Fahrzeuge wieder mit den Reifen ausstatten. Da sind wir gestern auch vorbeigegangen. Ein riesiges Zelt und viel, viel Arbeit bei Pirelli, die an diesem Wochenende gemacht werden muss. Und hier mit der 27 Christopher Mies im Bild. Schwarz-weiß kariert ist übrigens jetzt draußen. Hat im letzten Umlauf noch einmal versucht, persönliche Bestzeiten und Gesamtbestzeiten zu fahren. Mal sehen, ob das Ganze jetzt hier noch einmal so vonstatten gehen soll. Er die Zeit von Raffaele Marcello angreifen wird. 2,5 Zehntel fehlen schon im ersten Sektor. Das ist schon eine ganze Menge. Aber er hat auch 6,8 Zehntel Rückstand auf die Zeit von Raffaele Marcello. Also zumindest eine Zeitenverbesserung wäre noch im Bereich des Möglichen. Sektor Nummer 2, persönliche Bestzeit.
36,7, da fehlen wieder 4 Zehntel. Und der letzte Sektor. Die langgezogene rechts auf Start und Ziel. Dann verbessert er sich tatsächlich nicht noch einmal. Die Zeit bleibt also bestehen bei 1,23,197. Nicht viel aussagekräftig, wenn man betrachtet, dass dies eben nur das freie Training ist. Wir haben an der Spitze Timo Boguslawski und Raffaele Marcello in der führenden Position. 1,22,511. Die schnellsten in diesem Feld. Und hier kriegen wir nochmal eine schöne und herrliche Slow-Mo eingeblendet vom Audi, der da weit, weit rausgeht, bis an die Grasnarbe und leicht darüber hinaus. Ja, die Fahrzeuge werden tatsächlich direkt im Anschluss dieses Trainings an Kurve 5 abgefangen und in die Boxengasse zurückgebracht, sodass man nicht die ganze Runde noch absolvieren muss. Deswegen die Fahrzeuge fast alle schon hier in der Boxengasse. Es ist natürlich Kurve 4, nicht Kurve 5. So, beim Anfahrt auf die kurze Variante, auf die Indie-Variante. Bei den Teams wird natürlich zum Abschluss noch einmal der Boxenstopp geprobt, der dann morgen auch rennentscheidend sein kann. Denn eine Mindeststoppzeit haben wir, wie auch schon in den vergangenen Jahren, ja nicht, so dass man es so schnell wie möglich hier über die Bühne bringen möchte. Und wenn wir die Musik hören, dann wissen wir, kriegen wir auch das Gesamtresultat noch einmal eingeblendet, angesprochen. Die Akodes ASP Mercedes-Mannschaft auf 1. Dann zweimal Audi mit Christopher Mies, Gregor Demoustier, Alex Aka und Lorenzo Patrese, Jordan Love und Frank Bird in der vierten Position. Mercedes, Audi, Audi, Mercedes, Audi mit Aurel Parnes und Alberto Di Folco an der fünften Position vor dem schnellsten Ferrari mit Albert Costa und Thierry Vermeulen, wobei Vermeulen dort die Zeit gefahren hat. Erwan Bastar und Patrick Niederhauser vor Mattia Drudi und Ricardo Feller auf 7 und 8, Konstantin Lapalainen und Giacomo Altoe auf 9 und Frederik Verwisch und Nicolas Bär in der 10. Position. Es ist also leicht Audi-lastig vorne in den Top 10, denn unter den ersten 10 haben wir 6 Audis zu finden. Ja, und das ist leider eine Einblendung, die nicht richtig ist. Lassen Sie sich da nicht irritieren. Das passt nicht zusammen. Aber ist auch nicht schlimm. Wir gehen einfach weiter durch. Platz 11 ist dann übrigens der Audi von Christopher Haase. Und wir hören, Gemma Scott ist unten wieder in der Boxengasse beim nächsten Interviewpartner. Christopher Mies steht Rede und Antwort. Chris, you got out the car there with a well-deserved big smile on your face. Happy with that performance? Yeah, obviously it's my first outing with Team Scientolog in Sprint Cup, so I'm pretty happy and satisfied with P2. Obviously it was a tricky session with all the red flags coming out, but still happy. Car feels good. Everyone is happy. Feels like Scientolog, a team that we're going to be looking out for heavily this year. Is this particularly here in Audi circuit? Well, I think from the past, especially a Merck and Audi track, yeah, definitely. But you know, every year someone comes with an update, they improved over winter, so you're never really sure if you still have the same pace as last year. But obviously, right now we have still the pace from last year, and I'm really happy about that. Well, have a great weekend. Thanks a lot, Chris. Thank you. Für Christopher Mies also ein positives Zeichen, dieses freie Training, dass man eben noch die Pace hat, die Geschwindigkeit hat, wie im vergangenen Jahr. Der Audi funktioniert, das nicht selbstverständlich ist, das hat er auch gesagt. Man muss immer ein bisschen abwarten. Und bei BMW wird man jetzt so ein bisschen anfangen zu grübeln, warum man mit dem schnellsten, mit diesem Auto, mit der 32, lediglich an der 12. Gesamtposition sich befindet. Das nicht das Ergebnis, was man sich erwünscht hat, mit Sicherheit nicht bei WRT. Aber, und da ist man sich auch sicher, man wird alles versuchen, noch herauszukitzeln hier an diesem Wochenende. Denn man hat ja noch ein bisschen Zeit. Eine Stunde Pre-Qualifying, bevor es dann heute Nachmittag ins Qualifying hineingeht. Und da wird man mit Sicherheit einiges gearbeitet haben.
bei der BMW-Mannschaft, um ja, perfekt vorbereitet zu sein für dieses Wochenende. Und wir dürfen uns jetzt auch schon vorbereiten auf das Highlight-Video dieses freien Trainings. War auch wieder einiges los hier an diesem Samstagmorgen. Es war relativ frisch mit ja, knapp 9 Grad, etwas mehr, 9,1 war es nämlich, um 8 Uhr heute Morgen. Draußen auf der Strecke war es dann knappe 10 Grad Streckentemperatur. Es ging also auf die Strecke zum ersten Mal für den Sprint Cup in diesem Jahr. Wir haben gesehen, die neuen Fahrzeuge, beispielsweise Emil Frey mit dem 296er Ferrari, Thierry Vermeulen war der erste Pilot, der hinausgefahren ist. Auch Matt Panda hat sich auf die Strecke gewagt und wurde dann ja, Opfer eines Zwischenfalls mit dem VSR Lamborghini. Da hat dann die Rennleitung gesagt, das gucken wir uns an. Die Information kam mittlerweile, es wird keine weitere Strafen oder dergleichen geben. Auch der Ferrari sorgte für eine zweite rote Flagge aus dem Hause AF Corse. Das ist der alte Ferrari gewesen, der 488er, der aus dem Hause AF Corse eingesetzt wurde. Da machte man ein bisschen den 360 Grad Rundumblick. Und das hier die Zweitplatzierten gewesen, der Audi 8 von Centlock Racing. Und hier die Schnellsten mit Raffaele Marcello und Timo Boguslawski. Und wir sagen erst einmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen und Zuhören an diesem Samstagmorgen. Wir dürfen Sie noch einmal begrüßen am heutigen Tage. Um 13.45 Uhr geht es dann weiter. Oder 13.40 Uhr Beginn des Livestreams für das Pre-Qualifying. Vielen Dank und bis dann.